Hallo und herzlich willkommen zu Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Die heutige Folge läuft unter dem Titel, warum die Mimik so wichtig ist, um unsere Mitmenschen zu verstehen. Und zwar habe ich am vergangenen Wochenende, also Samstag, Sonntag, 1. Juli-Wochenende, ein Mimikresonanz-Basic-Seminar besucht beim lieben Mike Baum, der auch schon mal in diesem Podcast zum Interview war. Und jetzt wollte ich mir mal selber angucken, was macht der denn da so in seinem Mimikresonanz-Seminar? Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert und möchte deshalb diese Erfahrung auf jeden Fall mit euch teilen. Und zwar geht es darum, dass wir nonverbale Kommunikation lernen und dadurch unsere Empathie steigern. Und diese emotionale Intelligenz, die man dabei entwickelt, ist meiner Meinung nach super entscheidend, vor allem weil du nicht nur Empathie lernst, sondern auch Empathie, also Ich-Empathie. Und es geht darum, die eigenen Gefühle und die des anderen richtig wahrzunehmen und auch zu interpretieren. Vor allem finde ich das sehr wichtig in einer Zeit, in der Wissen ja tatsächlich offen zugänglich ist für jeden und deine Person halt deine Marke ist, dein entscheidendes Verkaufsargument ist und meiner Meinung nach auch in jedem Lebensbereich. Und deshalb finde ich das sehr, sehr spannend, was man mit Mimikresonanz machen kann. Und ich mache ja generell auch sehr gerne Folgen zum Thema Beziehungen verbessern, Kommunikation optimieren, alles, was mit Zwischenmenschlichkeit zu tun hat. Und das basiert einfach auf meiner Annahme, dass Beziehungen ein entscheidender Baustein für Erfolg und Glück sind. Und deshalb bin ich auch so begeistert von Mimikresonanz, weil Mimikresonanz gekonnt angewendet einen sehr, sehr positiven Effekt auf deine Beziehungen hat, aber eben in jedem Lebensbereich. Also egal, wie tief diese Beziehung ist oder wie in Anführungsstrichen oberflächlich, beruflich oder ähnliches die Beziehung ist. Und dann habe ich mich halt jetzt vergangenes Wochenende 2 Tage lang damit beschäftigt, meine Empathiefähigkeit weiter auszubauen und das Ganze eben auf diesem Mimikresonanz-Seminar. Und es geht bei Mimikresonanz dabei, mimische Signale zu erkennen und in dem Basic-Seminar, was wir jetzt gemacht haben, die 7 Basisemotionen, also Freude, Trauer, Angst, Ärger, Ekel, Verachtung und was hatte ich jetzt noch nicht? Freude, Trauer, Angst, Ärger, Ekel. Überraschung ist das 7., was noch gefehlt hat. Genau, diese 7 Basisemotionen anhand der Mimik richtig zu deuten, also zu schauen, welcher mimische Ausdruck gehört zu welchen dieser 7 Emotionen. Und diese halt nicht nur zu erkennen, wenn sie einfach ganz offensichtlich übers Gesicht laufen, sondern sie auch zu erkennen, wenn sie als Mikroexpression auftreten, also als ganz, ganz kurzes Signal über dein Gesicht huschen und auch das zu erkennen. Und diese emotionalen Zeichen, das wurde halt erforscht, sind auch zu sehen in dieser ganz, ganz kurzen Sequenz, wenn jemand zum Beispiel ein Gefühl unterdrückt oder eine Emotion noch nicht bewusst bei der Person angekommen ist. Und das ist natürlich super stark, wenn du das erkennen kannst. Und bevor ich jetzt hier ewig weiter quatsche, worum es alles ging, habe ich mir überlegt, bringe ich ein bisschen Struktur in die Sache und berichte dir von meinen 3 Highlights durch meine ganz persönliche Brille, wieso das meine 3 Highlights sind, von dem Seminar. Und wenn du dich näher mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, nehme ich dir dann nämlich jetzt auch nicht zu viel hinweg oder vorweg, so ist besser gesagt. Mein erstes Highlight ist Beobachtung von Interpretation trennen. Wir haben ganz am Anfang in dem Seminar darüber gesprochen, dass es eben wichtig ist, dass du erstmal beobachtest und nicht versuchst, das zu interpretieren. Also erstmal wahrnehmen, bevor wir jemanden in eine Schublade stecken. Und das finde ich ist halt generell im Leben eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Einfach mal zu beobachten, wie es einer Person geht, vielleicht auch zu beobachten, was löst das in mir selber aus und nicht direkt versuchen, eine Erklärung dafür zu finden. Weil häufig denken wir uns dann Dinge aus und entwickeln auf diesen Annahmen auch selber Gefühle und dann finden wir heraus, es stimmt eigentlich gar nicht. Die Person ist aus einem ganz anderen Grund traurig oder die Person ist aus einem ganz anderen Grund super gut drauf. Und einfach mal den Menschen, mit denen du jeden Tag in Kontakt kommst, die Möglichkeit zu geben, zu erzählen, wie und warum sie sich so fühlen. Und wenn diese Möglichkeit dazu besteht, den Menschen auch den Freiraum zu lassen, zu erzählen, was los ist, bevor du das schon interpretiert hast. Und auch, das finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Gedanke, der mir immer wieder auch zum Thema Bewerten und Interpretieren in den Kopf kommt, auch zu sagen,
wenn du jemand Neues zum Beispiel kennenlernst, auch dich selber mal zu beobachten. Was denke ich jetzt eigentlich gerade über die Person? Was mache ich mir eigentlich direkt automatisch für Gedanken oder was stelle ich für Wertungen oder Interpretationen an? Und das mal bei dir selber zu beobachten, fast schon so in so meditativen Zustand. Und dann zu sagen, ich mache mich jetzt davon nochmal frei und lass mich jetzt ganz auf diese Person ein und schau, was hat die eigentlich zu bieten, was hat die zu erzählen, wieso ist sie so drauf, wie sie drauf ist, und deine eigene Bewertung mal beiseite zu schieben. Das kreiert halt einfach eine ganz besondere Offenheit. Und das finde ich sehr schön, dass das auch bei Mimikresonanz ein Teil war. Mein zweites Highlight ist, dass es bei Mimikresonanz nicht um Manipulation geht, sondern tatsächlich um echtes Verständnis und darum, mehr Tiefe in den Beziehungen zu entwickeln. Also diese Mikroexpressionen zu erkennen, das dient nicht dazu, dein Gegenüber zu manipulieren und irgendwas herauszufinden und den zu lesen, wie so ein geheimnisvoller, keine Ahnung was, sondern es geht darum, empathischer mit deinem Gegenüber umgehen zu können. Und ich sehe einfach so einen riesen Vorteil da drin, weil vielleicht kann ich jetzt im nächsten Coaching erkennen, wenn jemand zum Beispiel einen Einwand hat, wenn ich ein bestimmtes Thema anschneide. Und dann sehe ich vielleicht eine Mikroexpression, die mir zeigt, da fühlt die Person sich nicht so wohl mit. Und dann kann ich einfach fragen, hör mal, möchtest du mit diesem Thema arbeiten oder lieber mit einem anderen? Wie fühlst du dich dabei? Und wenn ich richtig liege mit meiner Annahme, dass da ein Einwand ist, und diese Person äußert diesen Einwand dann auch und sagt, sie möchte jetzt nicht über Thema X sprechen oder doch lieber über Thema X sprechen, dann fühlt sie sich auf jeden Fall gehört, gesehen und vor allem sehr verstanden, weil das eine ganz andere Form der Aufmerksamkeit ist für dein Gegenüber. Und meiner Meinung nach kann genauso Vertrauen in Beziehungen gestärkt werden und Beziehungen können an mehr Tiefe gewinnen. Und da schließt sich auch einfach wieder der Kreis zu meinem Grundsatz, dass gut funktionierende, qualitativ hochwertige Beziehungen ein wichtiger Baustein in jedem Lebensbereich sind. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und dann mein drittes Highlight, was mir jetzt auch im Nachhinein eigentlich erst so wirklich bewusst geworden ist in den letzten 3 Tagen, ist die super schnelle Anwendbarkeit. Ich habe ja schon gesagt, ich habe Samstag und Sonntag das Seminar gemacht. Das ging Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr bei Mike hier in Köln. Und schon montags konnte ich die ersten Effekte feststellen. Also ich bin noch mal viel, viel aufmerksamer geworden in persönlichen Gesprächen. Ich habe schon immer viel darauf geachtet, den Leuten auch während des Gesprächs in die Augen zu schauen. Und jetzt nehme ich so viel mehr das ganze Gesicht als Gegenüber war und schau der Person zwar immer noch in die Augen, aber schaff's irgendwie trotzdem auch bestimmte andere Signale zu erkennen, die ja auch häufig um die Augen rum geschehen. Und zusätzlich übe ich jetzt täglich 10 Minuten mit einem Online-Programm, wo ich diese Mikroexpressionen erkennen, trainieren kann. Und mir ist halt Folgendes passiert. Ich kann manchmal gar nicht, wenn ich dann in diesem Online-Training oder das ist mir jetzt halt auch schon 2-3 Mal in echt passiert und das finde ich halt so krass, wie schnell es anwendbar ist. Ich kann manchmal gar nicht zwingend sagen, auf einer rationalen Ebene, dieser Mann hat jetzt so und so seine Augenbraue bewegt und deshalb fühlt er zum Beispiel Trauer. Sondern was bei mir aufgefallen ist, und Mike hatte uns schon gesagt, dass das passieren wird, durch unsere Spiegelneuronen, dass ich dieses Bild sehe in dem Online-Programm von der Person, wo ganz kurz eine Emotion übers Gesicht huscht oder auch in einem Gespräch. Und ich mime selber mit meinem eigenen Gesicht diese Emotion ganz kurz nach und setze zum Beispiel selber den Ausdruck von Trauer auf. Und dadurch fühle ich in mir Trauer und weiß, welche Emotion mein Gegenüber gezeigt hat. Das heißt, es ist noch nicht mehr so ultra rational, dass ich die ganze Zeit so super analysierend jetzt da sitze, wenn ich mit irgendwem rede, sondern ich habe das Gefühl, es geht so schnell in Fleisch und Blut über, dass ich wirklich das jetzt aufgrund meiner Spiegelneuronen kurz spiegel, es dadurch in mir fühle und dann dem Gegenüber wieder darauf resonieren kann. Und das ist für mich halt so eine tiefe Form der Empathie, weil das ist ja wirklich Mitfühlen und das finde ich einfach ultra cool. Und wenn ich jetzt mal bedenke, heute ist Donnerstag, wie schnell das jetzt schon ging und ich werde das jetzt weiter üben. Ich werde auch weiter die Seminare bei Mike besuchen und mal schauen, wohin mich diese Reise trägt. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, meine Gedanken zum Thema Mimikresonanz waren interessant für dich
Und vielleicht hat es ja auch in dir Interesse geweckt, dich auf diesem Feld weiterzubilden oder mehr zu lesen, sich damit weiter auseinanderzusetzen, vielleicht auch das Seminar zu besuchen. Ich werde mich, wie gesagt, auf jeden Fall weiterbilden und die nächsten Seminare bei Mike besuchen und bin sehr, sehr gespannt. Und ich verlinke dir auch gerne in den Shownotes nochmal das Interview, was ich im Frühling mit Mike geführt habe. Ich glaube, es war im April. Und zwar ist es die Folge, ich schaue mal schnell nach, 37 gewesen. Aber ich verlinke es dir nochmal in den Shownotes, Folge 37, Interview mit Mike Baum. Und ich verlinke dir auch nochmal seine Website, wo du ein paar Dinge über Mimikresonanz erfahren kannst. Ja, und damit beende ich auch die heutige Folge und hoffe, es war interessant für dich, diese Eindrücke durch meine persönliche Brille zu sehen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was du diese Woche noch machst und nächste Woche und wann auch immer du diese Folge hörst, machst. Und ganz viel Freude bei allem, was ansteht. Share and grow, deine Muriel.